Das Essen in Italien ist immer schön. Mama, wo ist die Lasagne jetzt schön? War für mich klar, ich esse kein Fleisch mehr. Das ist jetzt quasi das erste Mal, dass ich euch erzähle, wie ich dazu gekommen bin. Also ich habe da die Arschkarte gezogen in Italien im Süden. Meine Lieben, da bin ich. Hello, hello. Ja, warum muss ich lachen? Weil, ja, hier Blogger-Style wieder des Jahrtausends. Einfach nur Jogginghose, das seht ihr halt nicht. Aber ich habe euch ja versprochen, dass es in dieser Kategorie von Videos so ablaufen wird, dass ich mich einfach hinsetze, mit euch eine Runde quatsche, als würde ich mit einer Freundin quatschen, die bei mir zu Hause wäre. Und wir Themen eben besprechen, die ihr mir vorschlagt. Ich habe gerade auf Instagram gefragt und es war recht eindeutig. Ja, und ich möchte euch aber sagen, dass es heute vielleicht mal nicht so euer Thema ist, was euch interessiert, aber dann hoffentlich das nächste Mal was dabei ist. Deswegen seid da jetzt nicht böse, dass ich heute dieses Thema dran nehme. Wir haben noch viel vor, also ich vor allen Dingen, weil ich ganz, ganz viele interessante Vorschläge von euch bekommen habe. Vor allen Dingen auch zum Thema, wie soll ich diese Art von Videos nennen. Danke für euer Feedback. Das war wirklich der absolute Wahnsinn, was da zurückgekommen ist. Also auch, dass euch das gut gefällt, dass ich diese Idee hatte, eben mehr mit euch zu sprechen. Und es kamen ganz, ganz viele Vorschläge, wie ich das Ganze nennen könnte. Allerdings bin ich mir nur total unschlüssig, denn es kam so viel. Hier ist mein Spickzettel von Hey Heidi, Heidis Time oder Heidis Kaffeetratsch. Wobei Tratsch mag ich nicht, denn es soll ja nicht getratscht werden hier. From Heidi with Love, aber am meisten kam Good Vibes with Heidi, was ich natürlich total schön finde und ich mich eben, wie gesagt, bedanken möchte. Ja, da werden wir einfach mal schauen, wo die Reise hingeht, wie ich das Ganze nennen werde. Ja, und ich habe jetzt einfach ganz spontan auf Instagram gefragt, welches Thema ich denn als erstes mit euch bequatschen soll. Meine Männer sind nämlich unterwegs und deshalb passt es ganz gut. Ich habe es mir jetzt hier mal ein bisschen bequem gemacht, also holt euch gerne was zu trinken. Denn es ist ein Thema, das sehr, sehr viele interessiert hat. Es ist jetzt nicht mein Lieblingsthema. Ich hätte jetzt mit euch was anderes besprochen zum Thema Ehe, Freundschaft, Instagram, YouTube. Das hätte ich jetzt ganz gern besprochen, aber ist überhaupt nicht schlimm. Das kommt dann eben als nächstes. Ich werde auch versuchen, die Videos so wenig wie möglich zu schneiden. Das ist, ja, wie gesagt, so, wie wenn ihr hier jetzt bei mir wärt. Deswegen seht's mir nach, wenn mal grammatikalisch nicht alles perfekt ist, was öfters vorkommen könnte, ich als kleine Italienerin. Ja, also, Thema heute Ernährung. Oh mein Gott, mein Handy, wirklich, es ist unglaublich. Ich habe euch auf Instagram gefragt, hier, Kochen, Kochvideos, gesunde Ernährung. Wie kamst du dazu, vegetarisch zu leben? Hier, wieso bist du und dein Mann Vegetarier? Vielleicht magst du das mal erklären. Kochvideos, Kochvideos. Was hast du heute gekocht? Und so weiter, also. Ich koche ja sehr, sehr gerne. Kochen ist, würde ich sagen, meine Leidenschaft, aber eben auch vermutlich deshalb, weil ich viele Kinder habe, auch wenn man ein Kind hat, logischerweise, kocht man für das Kind. Hat jetzt nichts mit der Anzahl der Kinder zu tun. Das wollte ich übrigens auch noch ganz kurz hinzufügen. Bitte, 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 falls ihr nicht derselben Meinung seid wie ich oder von der Person, die etwas in die Kommentare schreibt, lasst uns hier bitte respektvoll miteinander umgehen. Wir können nicht immer derselben Meinung sein, ja? Also das ist ganz, ganz wichtig. Das wollte ich noch ganz kurz hinzufügen. Ich weiß, dass ihr richtig cool seid und euch gegenseitig niemals angeht, beziehungsweise mir, ja, ich bekomme schon ab und an mal eine Spitze, aber da stehe ich drüber, nur ich möchte niemanden angreifen mit meiner Meinung und so sollte das hier ablaufen. Aber das wisst ihr ja. Ja, also, wo waren wir stehen geblieben? Wegen dem Kochen, genau, mit den Kindern und so weiter. Dass es mir halt total wichtig ist, wenn die Kinder von der Schule kommen, dass sie ein leckeres Mittagessen haben. Und dass ich weiß, sie haben was Leckeres und Gesundes in ihrem Bauch und können ja mit Power durch den Tag gehen. Ich denke aber auch, dass es viel mit unserer Essenskultur in Italien zusammenhängt.
würde ich jetzt so behaupten. Also bei uns im Süden ist es ja richtig heftig. Dazu gibt es so, so viele tolle, lustige Videos hier auf YouTube, die ich mir ab und zu mal reinziehe und wirklich Tränen lache. Der Unterschied allein selbst in Italien vom Süden zum Norden, das ist so, so lustig, wirklich. Und auch natürlich die Differenz, la differenza, sagt man so nicht auf Deutsch, sondern der Unterschied zwischen Deutschland und Italien. Ja, kann ich euch ein kleines Beispiel sagen, aber auch hier, wie gesagt, ich möchte niemanden angreifen, um Gottes Willen. Aber wenn ich jetzt zu meiner Mutter sagen würde, zum Beispiel, wenn sie mich fragt, was sie jeden Tag macht, was hast du gekocht? Und ich sagen würde, es gab heute, keine Ahnung, Fischstäbchen mit Kartoffelpüree. Dann würde sie sagen, ja, wie jetzt? Und was noch? Oder bei uns würde es zum Beispiel in Italien niemals Pfannkuchen zum Mittagessen geben. Ja. Aber hier in Deutschland schon. Wie gesagt, es sind zwei verschiedene Länder und es gibt da eben ganz, ganz große Unterschiede. Kurze Unterbrechung. Ich habe das Video gerade schon abgedreht. Also ich werfe das einfach mal ganz kurz hier mit rein. Lustige Geschichte. Denn ich habe ja gerade erzählt, dass es Unterschiede gibt vom Süden zum Norden Italiens. Und bei uns in Italien ist die Speisekammer immer komplett voll. Also das heißt, also bei mir auch, ich habe circa, ich würde sagen, 35 Kilo Pasta hier gelagert, Reis ohne Ende, ja, die eingemachten Sachen von meiner Mama, Tomatensauce von meinen Eltern, logischerweise alles in der Speis, also als würde ein Krieg ausbrechen, das ist unglaublich. Und in Italien ist natürlich noch der Wein und la birra, le prosciutto, Obst ohne Ende, Tomaten, Zwiebeln, alles hängt da, Peperoni. Und dazu habe ich eben ein lustiges Video auf YouTube geschaut und das wollte ich euch ganz kurz erzählen. Das ist so lustig. Und zwar kommt ein junger Mann in die Küche, da ist die Mutter eben und er sagt, Mama, ich habe meine Freunde ganz spontan mitgebracht, ist das in Ordnung für dich? Und die Mama so ganz erschrocken so, oh mein Gott, oh nee, ich habe ja gar nichts zu essen vorbereitet, ich war gar nicht einkaufen, non ho fatto la spesa. Ja, was soll ich deinen Gästen denn jetzt kochen? Und dann kam ein Cut. Plötzlich siehst du halt den Esstisch komplett voll mit Dingen, die die Mama eben zubereitet hat. Ganz selbstverständlich, so ist es eben wirklich mit der Gastfreundschaft bei uns unten im Süden, wenn du da kommst, da wird komplett aufgetischt, obwohl du dich nicht angemeldet hast. Ja, es ist immer was da. Es können immer Leute mitessen, die eben gerade spontan zu Besuch kommen. Und das ist so lustig, weil man halt dann diesen komplett gedeckten Tisch sieht und sie dann sagt, ich war ja nicht einkaufen, ich habe jetzt halt einfach das gemacht, was wir da hatten. Ich habe so gelacht bei diesem Video und ja, das wollte ich euch jetzt ganz kurz erzählen. Nur damit ihr auch nochmal einen ganz, ganz kleinen und lustigen, ja, Kultureindruck von den Menschen im Süden bei uns bekommt. Und so ist es aber auch bei mir zu Hause, ne? Also wenn jemand kommt, wird immer komplett aufgefahren und aufgetischt. Es sei denn, ich habe einen Termin. Aber hier in Deutschland ist es ja so, der wird sich vorher angekündigt, ne? Der wird vorher gesagt, also nächsten Monat, 14 Uhr, am 14. bin ich bei dir, ja? Hast du die Italien nicht. Okay, also weiter mit dem Video. Also wenn wir in Italien sind, zum Beispiel an Weihnachten, Silvester und du dich mit Freunden triffst oder Verwandten, ist immer das Erste. Und? Was habt ihr gegessen zu Weihnachten? Was habt ihr gekocht? Oder Silvester, was wird es bei euch geben? Ja, il Cenone natürlich. Und dann geht's los. Und das und das und das und das. Und ich denke mir so, ja, man sind hier endlich fertig mit Aufzählen, was es alles gibt. Also, ja, die Essenskultur in Italien wird ganz groß geschrieben. Und ja, wahrscheinlich habe ich das so von meinen Eltern, keine Ahnung. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich das auch gelernt habe. Ich bin ja Hotelfachfrau und meine Eltern haben immer Restaurants und Gaststätten gehabt und deswegen bin ich da so auch mit groß geworden, ne? So mit in der Küche, musste schon früh mithelfen und konnte einfach ja recht früh schon mit Lebensmitteln umgehen, wusste,
wie was zubereitet wird. Und es macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Also abgesehen davon, dass ich gerne esse, aber wer isst nicht gerne? Ne? So, und es kam auch hier ganz oft die Frage, ich habe es mir hier notiert, weil es ein wichtiges Thema ist, wie ich finde, kochen, wenn es schnell gehen muss. Also ich bin der Meinung, dass man auch wirklich leckere und gesunde Sachen sehr, sehr schnell zubereiten kann. Also davon bin ich fest von überzeugt, denn bei mir muss es ja auch sehr oft sehr schnell gehen. Das wisst ihr ja, also gerade mittags ist bei mir hier Alarmstufe Rot und vielleicht koche ich deshalb auch so viele verschiedene Gerichte, weil ja, ich zum einen, wie gesagt, das ja schon viele Jahre mache und dann geht's zack, 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 zack und hin und her und dann musel ich rum. Währenddessen räume ich schon die Küche auf, denn es gibt für mich nichts Schlimmeres, wenn die Küche ein Saustall ist nach dem Essen, denn ich bin dann meist im Fresskoma und dann hat man ja immer relativ wenig Lust aufzuräumen, aber es muss natürlich dann weggeräumt werden. Jedenfalls bin ich der festen Überzeugung, dass man auch in 20 Minuten, wirklich, ich koche euch in 20 Minuten ein sehr, sehr leckeres, nahrhaftes Gericht, womit die meisten zufrieden sind, satt sind über den Tag und wie gesagt, 20 Minuten, denke ich, hat jeder. Also wenn man bedenkt, eine Tiefkühlpizza braucht ja schon, ich glaube, 14 Minuten im Ofen oder 10 Minuten. Ja, und deswegen ist das für mich keine Ausrede. Für mich ist es eher so, dass viele nicht so auftischen oder kochen, weil natürlich noch vieles mit dranhängt. Das Einkaufen, das Hochtragen, das Wegräumen, Kühlschrank sauber machen, alles reinräumen, kochen, das dauert seine Zeit. Eben wie gesagt, wenn man die 20 Minuten nehmen würde und dann natürlich das Ganze auch wieder wegräumen, die Küche sauber machen und so weiter. Ne? Also es ist ja jetzt nicht einfach so in 20 Minuten getan. Das weiß ich schon. Aber um es jetzt nochmal auf Italien zu sehen oder ja, den Vergleich. In Italien ist es ja bei uns im Süden meist so, dass die Mamas zu Hause sind, dass die Väter arbeiten, also die wirtschaftliche Lage, sagt man das so? Also ja, ich glaube schon, ist sehr, sehr schlecht und deshalb ist es eher selten so, dass die Frauen, so wie hier jetzt zum Beispiel morgens um 8 auf die Arbeit müssen und dann um 14 Uhr erst wieder zurückkommen, die Kinder von der Schule holen oder vom Kindergarten, dann noch einkaufen müssen. Das sieht natürlich ganz anders aus. Hier ist mir auch völlig klar. Und deshalb verurteile ich überhaupt niemanden, der, wie gesagt, Fischstäbchen mit Kartoffelpüree macht. Wenn das Kind das mag und damit satt wird, dann ist ja alles fein. Ne? Also wie gesagt, bitte nicht jetzt auf einen selbst das beziehen, wenn man das kocht. Ja, wie gesagt, das in Italien sieht ganz anders aus. Und meistens ist es auch so, wenn die Mama arbeiten geht im Süden Italiens, dann ist eine Nonna da, eine Oma mit im Haus. Das ist auch nochmal so ein anderer Aspekt. Bei uns in Italien gibt's, oder nicht bei uns in Italien, sondern ich kann ja nur für den Süden sprechen. Ich bin ja im Süden aufgewachsen, meine Eltern leben im Süden. Meine Mama, sagen wir es so, ich spreche noch von meinen Eltern. Ne? Traurige Geschichte. Also, meine Mama lebt ja im Süden und da gibt es keine Altenheime. Also die älteren Menschen kommen zu den Familien dann ins Haus und leben da eben, wenn sie sich nicht mehr selbst versorgen können oder wenn der Partner eben stirbt, also der Opa zum Beispiel. Ne? Und dann werden die eben von den Frauen mit versorgt und die leben damit im Haushalt. So war es auch mit meiner Tante, die kam dann zu uns nach Hause, weil sie selbst keine Kinder hatte und meine Mama hat sie dann eben betreut, hat 5 Jahre noch bei uns gelebt und ihr ging es gut, aber sie konnte sich halt nicht mehr so ganz alleine versorgen und es war dann auch echt Zeit, sie war schon über 80 und ja, sie ist dann tatsächlich auch bei uns zu Hause gestorben. Ja, meine Mama hat sie umsorgt und wenn jetzt meine Mama arbeiten gegangen wäre, dann hätte die Zia Maria zum Beispiel schon den Salat vorbereitet oder das Gemüse klein geschnippelt und so weiter und hätte eben schon mal Essen vorbereitet, bis meine Mama kommt und die Kinder dann eben, sodass das Mittagessen dasteht. Ja, also so viel dazu. Also ganz, ganz anders als hier, denn hier ist es natürlich auch mit den älteren Menschen so, dass sie jetzt auch nicht mit ins Haus kommen können, denn meist sind ja beide berufstätig, also Vater und Mutter. Na, oder die Kinder eben.
der älteren Person und das dann gar nicht so einfach ist. Und deshalb gibt es hier natürlich super gute Unterkünfte, Altenheime, betreutes Wohnen für die älteren Menschen, die dort total umsorgt werden und das natürlich auch so schön ist und richtig ist. Aber wie gesagt, bei uns im Süden wirst du das nicht finden. Also ich habe noch kein Altenheim gesehen und ich finde es auch so total schön. Ich habe, als ich jünger war, auch immer gesagt, wenn mal was mit meinen Eltern ist, dann werden die auf jeden Fall zu uns kommen, ne? Ganz klar, aber gut, das Leben spielt jetzt im Moment sowieso eine ganz andere, wie sagt man, das Leben spielt jetzt gerade ganz anders bei uns. Meine Mama ist ja noch jung, also meine Mama ist 65, ja, die kann sich natürlich noch alleine versorgen, aber es ist natürlich jetzt total schade, dass sie alleine ist und sehr, sehr traurig. Ja, da sind wir jetzt eben dabei, das alles zu organisieren und zu schauen. Aber ich schweife vom Thema ab, zum Thema Ernährung, wenn wir in Italien sind, ist das das Erste, was meine Mutter sagt morgens oder abends schon, ne? Also Kind, was soll ich dir morgen kochen? Familie, was wollt ihr morgen zu essen? Meine Jungs, die freuen sich immer total, wenn wir in Italien sind, denn Oma kocht natürlich am besten und Lasagne und erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, dann kommt Obst, logischerweise, also keiner steht auf, bevor kein Obst gegessen wurde und es ist auch so in Italien, dass man zum Beispiel in der Mittagspause würdest du jetzt keinen Currywurststand sehen, abgesehen davon, dass es da keinen Currywurststand gibt. Die fahren eben nach Hause, weil die Frauen da das Essen vorbereitet haben und dann wird gegessen und dann wird erstmal Siesta gemacht und dann fahren sie wieder auf die Arbeit. Und dieses ganze Schnellimbiss, das hast du bei uns im Süden irgendwie gar nicht, ne? Also McDonald's wird total verpönt und Burger King gibt es auch nicht da in der Region meiner Eltern, nö. Also das siehst du eigentlich auch nicht, so Asiaten und ne, wo du mal schnell reingehst und dir was to go mitnimmst. Nö. Also da wird ne, immer schön gekocht. Und vor allen Dingen schön, weil ich das Wort schön sage, das ist auch lustig. Das Essen in Italien ist immer schön. Ti ho fatto una bella lasagne. Ja, ich habe dir eine schöne Lasagne gemacht. Mama, wo ist die Lasagne jetzt schön? Und wenn ich das vom Deutschen immer übersetze, also vom Italienischen übersetze, wenn ich mit meinen Kindern spreche, dann... Ja, mi riprendono, also die verbessern mich dann, ne? Sagen sie, Mama, wo ist das jetzt schön, das Gericht? Aber sag mal so auf Italienisch, ne? Genau. Aber ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt zum Thema Ernährung. Wie gesagt, vielleicht, weil ich so erzogen wurde, weil ich diese Essenskultur so von Italien habe, dass mir das auch unglaublich wichtig ist, dass meine Jungs eben was ordentliches und schönes essen, war auch gerade wieder vom Italienischen übersetzt. Ja, das liegt schon natürlich mit daran an meinen Wurzeln, aber es ist jetzt nicht so, dass hier ab und an mal ein Döner essen oder eine Tiefkühlpizza, dass die hier mal zu McDonald's gehen. Die wissen zwar ganz genau, dass ich das nicht so gerne sehe, also ich frage sie dann auch immer, wie man so Chicken-Dinger essen kann, finde ich sehr, sehr komisch. Ja, aber Geschmäcker sind halt nun mal verschieden, ne? Ich sehe es nicht gerne und das wissen sie und dann versuchen sie es natürlich auch zu vermeiden. Zumal ja dann hier auch das Essen auf sie wartet, aber es bleibt nicht aus. So, und zum Thema, wie ich denn wie ich denn dazu gekommen bin, da muss ich ein ganz kleines bisschen ausholen. Aber ich glaube, das Video wird schon fast zu lang. Ne, 15 Minuten haben wir jetzt. Also, es ist so, ich hatte bei mir im Geschäft einen jungen Mann, der kam, der, also ein Kunde quasi, und wir uns unterhalten haben, der hat noch ein bisschen Zeit gehabt und ich frage dann und wir unterhalten uns immer, ne, so, ja, die erzählen mir auch immer ganz viel. Dann habe ich ihn gefragt, was er denn lernt. Ja, er lernt Metzger. Okay, sag ich, ah ja, schön, und wie ist das so für dich? Erzähl mal, wie so dein Tagesablauf, und dann hat er angefangen zu erzählen. Hat irgendwie nach 5 Minuten war dann für mich schon Schluss. War für mich klar, ich esse kein Fleisch mehr. Das war so, so schlimm, was er mir da erzählt hat. Vor allen Dingen mit welcher Leidenschaft er erzählt hat, dass die Tiere da umgebracht werden, wie sie umgebracht werden, was er da den ganzen Tag über macht, wie das für ihn ist. Also er war voller Leidenschaft, was natürlich in einem Beruf, gerade als so jungen Menschen, nichts Verkehrtes ist, wenn man natürlich hinter seinem Job steht. Aber das war für mich sehr, sehr, sehr befremdlich, dass er da eben... ja, so mit viel Emotionen davon spricht, wie diese Tiere geschlachtet werden. Im heutigen Zeitalter, ne,
Fernsehen und so weiter. Wir kennen die grausamen Bilder, wollen sie aber alle irgendwie nicht wahrhaben. Gerade wir Frauen, wir essen ja gern Pute und Hähnchen, immer so ein bisschen auf dem Salat und so weiter. Ne, habe ich auch gegessen, keine Frage, aber ich habe noch nie viel Fleisch gegessen. Also mich hättest du nie mit einem Steak gesehen. Hat meine Mama immer mit mir geschimpft. Oh Madonna, ti devi mangiare una bella fettina di carne. Ne? Du musst ein schönes Stück Fleisch essen, ne? Rindfleisch mit viel Eisen und so. Also habe ich nie gegessen. Und ja, irgendwie war das für mich wirklich, kennt ihr das, wenn jemand sagt, nee, das war für mich der Punkt. So, und ich habe mir immer gedacht, ach, was erzählen die, ne, was für ein Punkt. Wirklich, ich konnte dem gar nicht mehr zuhören. Schon nach dem zweiten Satz war für mich klar, ich fasse kein Stück Fleisch mehr an. Und also jetzt abgesehen von dem Aspekt, dass die Tiere, also wie die Tiere behandelt werden und so weiter. Also es ist, wir wissen das ja alle, ne, klar, aber es gehört irgendwo dazu. Das ist die Gewohnheit. Und was kochst du heute? Oh, ich mache irgendwas mit Hackfleisch. Was kochst du morgen? Oh, ich mache irgendwas mit Hähnchen. Ne? So, das ist dieses Selbstverständliche, diese Gewohnheit. Und das war für mich dieser Cut, dass ich gesagt habe, nee, um Gottes Willen, ich esse kein Fleisch mehr und ich vermisse es auch nicht, ich brauche es nicht, ich brauche keine Sojabratwürste oder Schnitzel, Veggie-Schnitzel, das brauche ich alles gar nicht. Es gibt so viel Tolles, was man als Vegetarier essen kann. Du hast allerdings bei uns im Süden als Vegetarier die absolute A-Karte gezogen. Nee, ich habe ja gesagt, ich spreche wie mit einer Freundin. Also ich habe da die Arschkarte gezogen in Italien im Süden. Es ist so schlimm. Sommerurlaub am Meer. Haben Sie irgendwas ohne Fleisch? Stehst du an der Theke? Nee. Aber da hätten wir ein Thunfischröllchen. Sag ich ja, aber es ist ja auch ein Fisch, das ist auch ein Tier. Ach so, ja, stimmt, Signor, das stimmt. Sie haben recht. Okay. Also nur so in Italien. Und ja, das war für mich so der Punkt. Wie gesagt, ich habe damit überhaupt gar kein Problem, überhaupt keine Schwierigkeiten, mir dann zu überlegen, was ich kochen könnte. Gar nicht, ganz im Gegenteil. Und jetzt, mein Mann, der ist ja auch Vegetarier. Und ja, ich habe das noch nie an die große Glocke gehängt, hier auf YouTube. Gar nicht, nie. Ich habe da noch nie ein Fass aufgemacht. Das ist jetzt quasi das erste Mal, dass ich euch erzähle, wie ich dazu gekommen bin. Und ich finde es auch immer so ein bisschen problematisch, wenn eben Creator oder YouTuber damit anfangen und sagen, ja, ach ja, wir ernähren uns jetzt vegetarisch und es ist so ein Experiment, wir starten das jetzt und wir sind voller, ne, es wird auf jeden Fall klappen. Und dann, ja, wundern sie sich, wenn sie dann eben durch die Mangel genommen werden, was nicht richtig ist, ne, also Vorsicht, es ist nicht richtig, wenn man dann, ne, so böse Kommentare bekommt, aber dann braucht man sich auch nicht zu wundern, ne. Erstmal das Ganze in die Wege leiten, das ausprobieren, selbst schauen, ob es für einen passt. Und dann kann man das ja kommunizieren. Und ich verurteile auch überhaupt niemanden, der Fleisch isst. Ich bin nicht da, um Leute, ja, also um jemandem zu sagen, wie es richtig ist oder falsch. Gar nicht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und auch wenn ich irgendwo bin bei Freunden, mir macht das überhaupt nichts aus, wenn die Fleisch essen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden und jeder muss es selbst für sich wissen. Ja, außer mit meinen Kindern, ne? Da bin ich schon streng und da sage ich hier, ne, habe ich euch ja gerade schon erklärt, also McDonald's, kommen Kinder, ne? Ey, das muss jetzt doch echt nicht sein. Oder Döner, oh ey, Döner, oh mein Gott, du kannst mich mit einem Döner, könntest du mich jagen. Ne? Also nichts gegen die Menschen, die das produzieren und die das machen, die damit arbeiten, die damit ihr Geld verdienen. Ich finde das schrecklich, ja. Naja, aber gut, meine Kinder essen, wie gesagt, ab und zu mal einen Döner. So, ich glaube, ich habe jetzt soweit alles mal ein bisschen angerissen. Ich könnte da noch ewig weiter erzählen. Also das Thema Ernährung ist natürlich für mich ein sehr, sehr wichtiges und sehr schönes Thema. Ich mag es sehr gerne. Aber wie gesagt, vielleicht liegt es eben mit an meiner Erziehung, an meiner Kultur, in der ich ja auch lebe. Ich lebe ja hier in Deutschland und ich lebe in Italien. So, und ich kann das hier, wie gesagt, total gut nachvollziehen, wenn man jetzt nicht total auftischt, gerade als Mama oder, ne, auch die Väter, wenn die kochen, wenn die alleinerziehend sind oder wenn die sich eben um diese Sache kümmern, sage ich jetzt mal so, wenn die diesen Part übernommen haben, wenn die da jetzt nicht so auftischen, kann ich das total gut verstehen. Es ist sehr, sehr aufwendig, aber wisst ihr, ich denke halt einfach, das ist ja mein Körper, ne, so. Und ich möchte dem ja Gutes tun und zuführen, denn er soll ja funktionieren. So denke ich halt.
Also jetzt mal abgesehen, ob vegetarisch oder nicht vegetarisch, ganz abgesehen davon. Aber wenn ich nur Mist in mich reinstopfe, mal, wie soll denn das dann funktionieren? Also ich esse auch mal Schokolade, ne? Aber wir ernähren uns schon hier sehr gesund, würde ich sagen. Und ich lasse es auch nicht gelten, wenn jemand sagt, ja nee, nur die, die viel Geld haben, können sich gute Lebensmittel erlauben. Nee, stopp. Eingang zurück. Bin ich nicht d'accord, denn wenn man nicht jeden Tag, zum Beispiel das Thema Fleisch, wenn man nicht jeden Tag Fleisch isst, dann könnte man doch einmal die Woche wirklich zu einem guten Metzger gehen und sich Fleisch kaufen oder Fisch, wo man weiß, wo es herkommt, wo es den Tieren gut ging, naja, relativ gut ging, irgendwann mussten sie ja mal umgebracht werden, ne? Aber wenn man zum, ich will jetzt gar keine Marke sagen, keine Kette, Real, Aldi, Lidl, Edeka, wollte ich eigentlich nicht sagen, ich habe es trotzdem gemacht, ne? Typisch italienisch. Aber wenn ich doch zu so einem Laden gehe und 4 Rückensteaks, Schweinerückensteaks, 1 Euro kosten, was ist denn da los? Da muss ich mich doch nicht wundern. Also wo kommt denn das her, das Fleisch? Wie kann das 1 Euro kosten? Das kann doch nicht sein. Ist das wirklich so gut? Würde ich mich fragen, ne? Würde ich mich fragen. Aber dasselbe mit Gemüse, also und Obst. Aber Fleisch, es gehört einfach dazu für viele. Und es ist ja auch okay, wie gesagt, ich verurteile niemanden. Nur sollte man dann eben darauf achten, dass man sich eben lieber ein gutes Stück Fleisch holt oder einen Fisch und den Rest der Woche eben darauf verzichtet. Ne? So. So viel zum Thema Geld. Natürlich sagen viele ja Bioprodukte und aus dem Reformhaus die Sachen, die sind so teuer. Ja, das stimmt schon, klar, aber das muss ja auch nicht sein. Also wenn man darauf achtet, wo was herkommt, kann man da mit Sicherheit auch viele, viele, das mache ich ja auch, viele tolle Gerichte zaubern, die einem jetzt nicht das komplette Geld aus der Tasche ziehen. Ja, okay, meine Lieben, also, meine Kamera ist gerade ausgegangen, deswegen habt ihr diesen Cut gesehen. Ich habe jetzt gerade noch mal ganz kurz nachgeschaut, welche Themen hier noch für euch interessant wären. Also es ist wirklich alles Mögliche dabei. Hier auch wieder das Thema Influencer, Scheinwelt, die Liebesgeschichte von meinem Mann und mir. Und ja, also es gibt noch so, so viel, worüber wir sprechen können. Und ich mich freuen würde, wenn ihr da mit dabei seid. Falls ihr noch Themen habt, die euch interessieren, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Überhaupt keine Frage. Wie gesagt, auch jetzt dieses Thema, falls euch das überhaupt nicht interessiert hat, zum Thema Ernährung und Kochen und Vegetarier hin und her. Oder falls ihr da nicht meiner Meinung seid, wie gesagt, ich hoffe, dass ich da jetzt keinen irgendwie verletzt habe oder derjenige sich angegriffen fühlt. Das ist nicht meine Absicht hier mit meinen Videos und das ist generell nicht meine Absicht für mich als Mensch so zu sein. Und deshalb, ja, alles gut. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall über euer Feedback und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Dann hoffentlich auch mit einem Namen hier zu diesem Kind. Und ja, jetzt verabschiede ich mich und hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr noch einen wunderschönen Tag oder Abend habt. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und jetzt schön in die Küche zum Kochen, Heidi. Okay!